Minuten an, Nepomuk? Heute zeigen wir euch die moderne Art des Meerroboters. Hm? Ne? Ja. Auspacken! Ich liebe ja auspacken. Und guck mal, im Deckel ist schon unser erstes Werkzeug für unser Begrenzungsgrad. Gut. Nicht wegschmeißen. Genau. Das ist der Roboter. Hier ist die Station dafür. Ja. Das ist unsere Aufgabe für die nächste Stunde. Die Halterungen und der Begrenzungsdraht. Bevor ihr irgendwelche Drähte in den Boden steckt oder den Mäher von der Leine lasst, lest auf jeden Fall die Bedienungsanleitung. Jedes System ist ein bisschen anders und wir haben mit rotierenden Messern zu tun. Das heißt, Safety first. Jetzt verlegen wir für unseren Mähroboter den Begrenzungsdraht um die gesamte Rasenfläche. Dabei können wir uns entscheiden, ob wir den oberirdisch verlegen oder unterirdisch. Oberirdisch hat den Vorteil, dass es viel schneller geht und man ihn auch schneller reparieren kann. Unterirdisch hat den Vorteil, dass er geschützter ist, zum Beispiel beim Vertikutieren oder beim Laubhaken. Das hier ist unser Abstandsmesser für den Begrenzungsdraht. 10 cm für bodengleiche Hindernisse und 35 cm für hohe Hindernisse, wo unser Roboter gegenfahren kann. Unter 10 cm hebt sich alles auf und es wird nicht als Grenze wahrgenommen. Dann lass uns einmal komplett diese ganze gerade Kante machen. Mit 10 cm Abstand und so circa alle 5 m Nagel, oder? Ganz genau. Na dann, los geht's. Jo. So circa 4 cm mehr muss es gar nicht sein für unseren Draht, dann ist der geschützt. Ich finde, das geht sogar. Mal. Das geht sogar ziemlich ratzifatzi. Du okay. Holst das Kabel. Guck mal, alles vorbereitet. Du bist ja perfekt vorbereitet. Ja. Das macht mich ganz gerührt. Ja. Na dann, los. So. Einmal hier rein in die Rille, wenn wir den hier reinschlagen. So, und. Denk dran, circa alle 5 Meter. Ja. Schön locker verlegen, das ist es eigentlich so. Wir haben jetzt die Position für unsere Ladestation gefunden. Du drehst es um. So. Das Wichtige ist nur, dass es wirklich einmal von rechts und einmal von links kommt. Hm? Okay. Und einmal unser Guide-Kabel, womit sich unser Roboter auf der Fläche orientiert. Und dann haben wir noch unser Stromkabel. Wir werden ganz einfach mit diesen Quetschverbindern verbunden. Reindrücken, fertig. So, genau. Steckt. Man sieht daran, dass es der Außenstecker ist, weil der hier so eine kleine Dichtung noch hat. Super, kann uns kein Spritzwasser reinlaufen und selbst den Regenguss hält es aus. Richtig. Ja? Okay. Schnapp und zu. Wunderbar. Um die Position unserer Platte beizubehalten, nehmen wir diese Bodenanker und drehen sie mit einem 10er Imbus rein. Sitzt. Wunderbar. Sehr gut. Ja. Dann einfach nur noch Strom anschließen und dann kann das Ding losrasen. Hier verläuft jetzt der Rückführungsdraht und der ist für unseren Roboter extrem wichtig. Ganz genau, denn damit findet er immer perfekt den Weg zurück zur Ladestation. Und jetzt schicken wir den Mäher auf seine Jungfernfahrt. Er wird dabei einmal komplett den Begrenzungsdraht und auch den Rückführungsdraht abfahren und sich dadurch kalibrieren. Los geht's! Susanne kann jetzt ganz entspannt per App die Fahrzeiten von unserem kleinen Roboter programmieren. Das ist großartig. Ja. Aber ich meine, der hier ist schon wirklich auch ein besonders schickes Element, oder? Ja. Ja. Findest du? Na klar. Da fährt ja der Kleine. Ich bin echt stolz auf uns. Das können wir auf jeden Fall sein. Wir haben ordentlich was geschafft. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, falls ihr Fragen oder Anregungen habt. Denn Liam beantwortet alles. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne unseren Channel. Bis bald. Tschüss.